Meine Lieben, lasset uns Dinge tun. Lasset uns Dinge tun. Freunde der Nacht, es geht los mit dem Factorio Community Projekt 2020. Start des V2 Projekts. Sehr schön, ich freue mich. Wilder, gib die Kiste frei. Mach das Ding raus. Ich will hier Action sehen. Und ich gehe rüber. Wir schauen uns die Sache mal direkt hier an. So. Meine Lieben, die ersten connecten. Wie kriege ich denn das hier aus? Toggle. Ja, okay. Okay, Wilder, musst du, glaube ich, nochmal schauen. Wir können uns, glaube ich, alle noch nicht bewegen und ich kann auch nichts klicken. Das wäre schon ganz schön, wenn das noch läuft. Kriegen wir schon hin. Okay. Meine Lieben. Ah, jetzt. Ja, okay. Gut. Alles klar, da kommen die ganzen Leute rein. Einer nach dem anderen kommt hier rein. Bitte geht gleich zu den Teams, die ihr habt, damit wir einmal wirklich am Start alle dabei haben. Der Server ist gerade, glaube ich, auch ein bisschen überfordert. So. Alle mal zu den Teams, die ihr habt. Ihr könnt euch hier ein bisschen verteilen, damit man auch die Namen auch sieht. Okay. Ja, schöne Sache. Ja, die ersten Farben werden auch schon vergeben. Das ist sehr schön. Okay. Okay. Sehr schön. Die Farben stehen für die Teams dann auch. So. Jetzt gucken wir mal gerade. Hier haben wir Tire rumstehen. Tire ist Team Produktion. Also, Team Produktion hat sich für Orange entschieden. Die sehen wir hier gerade. Da ist Lenitz auch und Lippo. Hier unten haben wir Wilder. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold gestoßen. Skevkavu haut 20 Euro raus. Schönes Projekt wieder. Das wird ein hartes Projekt. Ich hoffe, ihr schafft es. Ich hoffe es auch. Aber vielen Dank, Skev! Ich habe das auch noch nie gesehen, Zappes. Dankeschön nochmal, Skev. So, die Teams haben sich jetzt zusammengesammelt. Meine Lieben, ich würde sagen, Teamleiter, let's do it. Ja, ran an die Buletten, rein in das Vergnügen. Legt los mit all dem, was ihr vorhabt. Das Raumschiff hat auch schon der erste abgebaut. So großartig. Holt euch die Teile, meine Lieben. Los geht's. Ja, ab jetzt gilt's. Auf geht's. Ich schau mich gerade um. Hier oben ist irgendwo Kohle sein. So, die Teams gehen schon los. Ich werde mich auch mal ein bisschen nützlich machen, werde hier mal ein bisschen Kohle abhauen. Vorausgesetzt, ich komme noch... Alter, die Menüs schauen auch ganz anders aus. Bist du im Eindruck? Moment, ich muss mich mal selber auch gerade organisieren. Okay. So, dachte, es sind mehr Leute. Gmicky, das ist schon eine ganz schön große Menge. Es kommen auch ab und zu noch neue Leute dazu, aber wir sind schon eine relativ große Gruppe. Ich muss bloß eine Sache noch einstellen, und zwar das Audio ist noch ein bisschen arg hoch. Ich muss das mal ein bisschen runterdrehen, sonst nervt uns das irgendwann. So, drehen wir das mal ein bisschen. Die Schrittgeräusche können auch ein bisschen leiser sein. So, das können wir auch ein bisschen runterdrehen. Gut. So. Okay. Gebe ich mal hier mal ein bisschen... Achso, warte mal. Da ist eine Kiste schon. So. Man merkt aber auch, der Server hat schon bessere Zeiten gesehen. Er kämpft gerade mit all den Leuten.
Vince, einfach eine Bewerbung unter Ausrufezeichen Projekt nochmal raushauen. Wilder, sag mir nochmal bitte, was ich da genau eingeben muss. Das wäre ganz lieb. So. Bigby, grüß dich. Hi, einen wunderschönen. So. Wir fangen gerade richtig an, meine Lieben. Das wird jetzt so mega. Wie gesagt, ich hacke jetzt gerade Kohle und verschenke die dann gleich. Luca! Hi! Ah, oh, ein Hype-Zwerg geht auch noch raus beim Zappel. Sehr schön! Ach so, warte mal, das muss ich ja so eingeben, ne? Wie war das noch gleich? Ach so. Gott. So. Also das Formular hast du schon gesendet. Dann schau mal, ob bei dir ein Ticket vielleicht offen ist. Ob du vielleicht ein Ticket hast, das im das offen ist und wo du eingeladen worden bist. So. Im Zweifel musst du dann echt ein bisschen warten auch. Wir haben alle schon Holz eingelegt. Gut, die Produktion läuft schon. Ich helfe mal hier ein bisschen bei der Holzbeseitigung. Was haben wir denn hier eigentlich schon? Ah, hier haben sie schon Punkte gelegt, okay. Ah, hier wurde auch schon was gemacht. Hier sehen wir auch schon die ersten Erkunder. Risky und Haze sind schon unterwegs. Hier unten sehe ich Pazi und Con. Bongi ist da noch unterwegs. Sehr schön. Auch hier sammelt sich Team Strom mittlerweile. Großartig. Okay. Ich helfe mal hier ein bisschen bei der Verwirklichung der Projekte. Solange ich jetzt aktuell noch nicht viel machen kann, zumindest. Discord links einfach bei, siehst du, wenn ein Ticket für dich offen ist, steht da irgendwas mit Ticket. In der Navigation siehst du das dann. Auf was ist die Schwierigkeit, Luca? Auf Maximum, mehr geht nicht. Das ist alles, was ein Server kann, was wir eingestellt haben. Also noch schwieriger kannst du Factorio eigentlich nicht spielen. Und das ist genau das, worum es geht. Das wird so toll. So. Gibt es eine Möglichkeit, einem Trupp zuzuhören? Ja, soweit haben wir die Regeln nicht eingestellt, dass das nur für Teams quasi möglich wäre. Oder für Externe noch zusätzlich. Das haben wir tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das jemand machen wollen würde. Nee, aber momentan gibt es keine Möglichkeit, in die Teams reinzugucken oder reinzuhören. Machen wir hier. Nicht alle Ressourcen klauen, ich verschenke die wieder. Brauche die selber ja eher erstmal nicht. Aber ich verschenke die an die Teams. Und die können sich dann rausnehmen. Haben die hier irgendwo gerade noch eine Lagerkiste? Da unten war doch eine. Da packe ich jetzt mal ganz kurz mein Holz rein. Hier wird auch Kohle schon abgebaut. Das ist auch sehr schön. Schön. Nilo Adalöchen.
Forschung ist noch nicht eingestellt, aber das brauchen wir tatsächlich auch erstmal noch nicht. Wir haben ja noch keine Forschung quasi. Aber das kümmert sich dann das Team Strom darum, sobald es dann soweit ist. Auch da gibt es ja extra nochmal eine Forschungsabteilung, die nichts anderes tun wird als das. Aber der Server ist schon gut, ey. Der schaut schon richtig gut aus, so. Ich unterstütze mal das Team hier. Weil die Teams brauchen ja die Kohle wahrscheinlich dann auch unten. So, die Kohle wird schon runtergeführt. Da sieht man dann auch, was die Jungs und Mädels hier brauchen. Nämlich wahrscheinlich Säfte. So. Dennis, es kommt immer darauf an, ob du dich selber eingruppierst. Manche Leute können nach 20 Spielstunden schon Sachen, die andere Leute nach 300 Spielstunden nicht drauf haben. Das kommt immer darauf an. Manche einem liegt da halt manches auch mehr, ne? Das ist okay. So. Während ich jetzt hier rumstehe... Ey, sag mal, die Bäume schauen irgendwie anders aus, oder? Gab es solche Farben vorher schon? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Okay, Treibstoff, das schaut gut aus. Hier oben wird die Produktion schon gut angestartet. Alles okay? So, meine Lieben. Wir haben hier unten... Wird schon die Planung laufen, hier schon. Für eine Dampfturbine. Das... Großartig, wobei die wird jetzt auch gerade wieder rückgebaut. Jetzt gucken wir mal, was machen die Jungs hier oben. Hier oben wird auch schon bei Lenitz wird hier schon was gemacht. Da, das wird hier, das schaut aus, als würden hier schon die ersten Mauerteile vorbereitet werden. Das ist ja super. So, was haben wir hier oben? Hier haben wir schon das erste Alien-Nest gefunden. Hier ist Öl. Taze hat Öl entdeckt. Haben wir sonst noch irgendwo Öl? Hier oben ist noch Öl. Da ist auch richtig viel Öl. Alter Schwede, Lecco Mio, das ist ordentlich was. Und die Musik ist aber auch neu bei Factorio, oder? Meine Güte, ich bin mega, 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 mega freudig gerade unterwegs. Also das hier ist eine riesige... Alter Schwede, ist das Nest schon groß. Lecco Mio. Uiuiuiuiui. Ey, die sind aber auch ganz schön ordentlich hier unterwegs. Oh, mit denen hier unten werden wir, glaube ich, am Anfang Stress kriegen, oder? Hier oben schaut es relativ okay aus. Ich meine, das Nest ist auch relativ groß jetzt schon. Aber hier das unten, das, glaube ich, wird ekelhaft werden. Bongi checkt hier noch weiter. Okay, wir kriegen das hin. Teller Taxi, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. So, wie schon, Strom wird hier weitergemacht. Okay. So, ich mache mich mal weiter nützlich. Ich glaube, Deeks versucht hier gerade ein bisschen freizuräumen. Sag mal, warte mal ganz kurz. Kann ich, kann man hier schon ein paar Sachen vielleicht vorbereiten? Nee, das ist alles noch zu weit. Ach, guck mal, das schaut auch anders aus. Okay, wir haben Munition... Waffen. Rohre gehen auch schon, okay. Krass. Okay, also hier drüben haben wir... Teamverteidigung ist echt gut unterwegs und markiert hier auch richtig, richtig ordentlich. Hier ist Bongi gerade unterwegs. Hallo Bongi. Da läuft er. Da läuft er. Eiskalt, meine Lieben. Okay, also unsere ganzen Leute hier sind tatsächlich schon kräftig unterwegs. Das
Overlay beim Inventar gibt es erst seit der 1.0. Ah, okay. Ja, das sind so manche Sachen, so Kleinigkeiten, die ich noch nicht kenne. Maxi hat da was Neues entdeckt. Mit Taze. Hier gibt es ein kleines Beißernest. Ja, das ändert sich auch mit dem Boden jetzt hier, ne? Schaut so ein bisschen so schlammig irgendwie aus. Ekelhaft. Die Bugs. Okay, da sammelt sich gerade Team Verteidigung. Ich glaube, die wollen es wissen, oder? Kann das sein? Ich erkenne das. Ey, Dennis, ich fühle mich auch. Wow, okay. Ey, die. Alter Schwede. Denk dran, das sind gerade an. Oh, Taze. Taze kommt zurecht. Aber nicht mehr lang. Jetzt kommt es aufs Team an. Ey, die haben es geschafft. Lego Mio. Das Teamwork, ey. Ohne Scheiß, ja. Ja, aber Taze schaut schon ziemlich übel aus. Der hat einiges erwischt. Währenddessen versucht Con hier gerade das Nest aufzureiben. Ich glaube, das... Alter, das ist natürlich ordentlich. Ja. Pazzi hier unten koordiniert wahrscheinlich gerade. Da glüht der Discord. Ach, großartig. Toll. Bongi ist auf dem Weg nach oben. Hier sehe ich auch einen Markus-Raum laufen. Okay, und hier kommen schon die ersten größeren an... Oh, alter Schwede. Okay, hier werden die ersten größeren Geschichten gemacht. Lecco mio. Das läuft, du. Schauen wir mal ein bisschen Holz hier weg. Muss eh wahrscheinlich weg, so wie die Richtung aussieht. Ja, das wird auf jeden Fall alles noch mit der Zeit. Wir arbeiten uns nach und nach da jetzt voran. Denkt immer dran, es müssen jetzt erstmal die Teamleiter mit ihren Teams zurechtkommen. Das alles muss funktionieren. Ja, das wird jetzt auch am Anfang ein bisschen Zeit brauchen, bis dann die Teams auch eingespielter sind. Aber wenn es dann so mal läuft, dann läuft es halt auch, ne? So. Wieder weg. Ja, hier kommen schon die ersten Säfte. Bedarfsdeckung 1,9 Megawatt, okay. Ah, die ersten Strommasten. Schöne Sache. Da, Lippo stellt auch schon wir stellen demnächst auch die erste Kiste zur Verfügung. Was haben wir denn hier oben eigentlich an Informationen? Evolution Faktor, okay. Da sind wir jetzt gerade. Pollution 19%, Spawner Kills 0%. Okay. Verbraucht 4 Umweltverschmutzung. Okay, also das wird auch noch interessant. Okay, der Strom hier unten. Spielen die Teams miteinander oder gegeneinander? Alle Teams spielen miteinander. Ohne das funktioniert es hier nicht. Wir spielen auf einem sehr, sehr schweren Setting. Meeper. Und alle Teams müssen miteinander zurechtkommen. Deswegen haben wir das System mit den Teamleitern eingeführt, dass Wilder, Lippo und Lenitz und Pazzi miteinander interagieren müssen. Weil ohne das werden alle Teams nicht zum Erfolg kommen, sondern jedes Team muss miteinander spielen, sonst wird das schwierig. Ich denke, die Teams werden alle irgendwie im Laufe der Zeit, wird jeder seine eigenen Blaupausen entwickeln oder schon welche dabei haben. Das kann auch sein. Viele spielen ja auch schon länger Factorio und haben dann schon ein paar Blaupausen am Start. Genau. Es wird mega cool. Und wie gesagt, dadurch, dass die Aliens so dermaßen schwer sind, wird das natürlich auch wichtig sein, dass gerade Pazzi mit dem Team Verteidigung einfach die Hilfe der anderen Teams bekommt, wenn es eng wird. So, und ich mache hier gerade mal ein bisschen Aufforstungsarbeiten. So, Steinmauern, Automatisierung, Geschütztürme. Wir werden jetzt langsam eingestartet. Da kümmert sich Philipp gerade drum.
Okay. Blaupausen sind, kannst du selber aus Sachen, die halt du auf der Karte findest, kannst du die dir selber erstellen. Also du kannst quasi sagen, ich will jetzt das hier, davon will ich mir eine Blaupause machen und will ich das immer genauso bauen. Ist besonders später eigentlich erst interessant, wenn dann größere Sachen mit Drohnen dann gebaut werden müssen. Also wenn du es nicht mehr so ganz von Hand machen möchtest, sondern wenn du Drohnen einsetzt. Nur noch ein kleines Wäldchen. So, Absturzstelle ist auch geklärt worden. Ich gucke jetzt mal runter bei Team Strom mal vorbei. Die Blaupausenfunktion. Warte mal kurz, mein Buch. Ich glaube, ich habe da selber auch noch gar keine drin. Das war die Forschung. Code importieren geht auch. Oh, wie geht das jetzt wieder weg? Kopieren. So, jetzt aber. Ah, da habe ich zum Beispiel hier Blaupausen-Tagebuch in meinem Inventar. Und da kannst du dir dann eben eine Blaupause anlegen. Indem du hierher gehst zum Beispiel und sagst, ich will das als Blaupause haben. Und dann kannst du dir dieses Teil eben selber als Blaupause speichern. Und kannst dir das kannst hier theoretisch hergehen und sagen, ich will das jetzt hier immer bauen. Na, und dann baust du das halt immer, ne? Kannst du das halt immer zum Beispiel so bauen. Das ist eine ziemlich geile Funktion, ziemlich mächtige Funktion auch. So, die Blaupause löschen wir aber wieder, weil die ist unnötig. So, wir haben geforscht gerade eben, meine Lieben. Die erste Forschung gerade durchgerumpelt. Automatisierung ist gerade durch. Nächste Baustelle sind die Mauerteile. Das wird auch wichtig werden. Ich werde jetzt mal bei Team Produktion, läuft es ja jetzt gerade relativ angenehm. Ich schmeiß mal wieder mein Holz hier ab. Ah, da wird schon angefangen. Schauen wir mal, wie schaut es bei Lenitz oben aus. Lenitz kümmert sich da gerade auch herzallerliebst um die Mauerverarbeitung. Ah, schön. Ah, Kuh war das. Ja, jetzt. Danke, Vince. Ja, wenn du sowas schon länger nicht mehr gespielt hast, dann ist das natürlich auch erstmal wieder was zum Reinfinden. Ich unterstütze hier oben Marlene jetzt in seinen Bemühungen. Kann ich wenigstens was machen? So. Ich sehe Factorio zum ersten Mal, sagt Wolle gerade. Okay. Es ist ein schönes Spiel, es ist ein Megaspiel und es versenkst du die nächsten 100 Stunden da drin, ohne Probleme. Es ist kein Problem. Tolles Spiel, tolles Gameplay und grafisch gar nicht mal so heavy, aber im Detail geht es halt rund. Und gerade mit vielen Leuten macht das halt auch noch mal eine ganze Spur mehr Spaß. Nimmst du, sagt, vielleicht mit einem neuen Laptop? Ja! Fleißig, klar, Killer 9. Mega fleißig sogar. Wir arbeiten uns gut vorwärts. Wie gesagt, hier ein bisschen Platz schaffen ist nicht verkehrt. Wir werden den Platz auch früher oder später brauchen. Und Rodungsarbeiten ohne Drohnen sind echt anstrengend. Okay. Lampen gibt's auf jeden Fall, ja.
glaube, besitzt Factorio seit 5 Jahren. Ich habe das auch schon ewig irgendwie. Ey, die Parallele, dass wir die Teams momentan, die Teamaufteilung funktioniert richtig gut gerade. Aber denkt immer dran, die Aliens sind noch weit weg. Wenn die dann angreifen, dann werden die Prioritäten natürlich auch entsprechend anders mal werden. Aber die Teams kommen mittlerweile super gut voran. Das zeigt, dass das auch die Teamleiter mit den Teams richtig schön abgesprochen haben, dass das keine zusammengewürfelten Teams mehr sind, sondern dass die Leute, die da mitspielen, auch wirklich nicht für sich selber spielen, sondern fürs Team spielen. Und das ist was wir unbedingt dieses Mal haben wollten. Beim letzten Mal waren zu viele Leute dabei, die für sich selber gespielt haben. Ja, und jetzt haben wir halt viele Leute dabei, die gerne eben im Team spielen wollen und die auch eben das Team voranbringen wollen. Und das ist eine coole Sache, muss ich sagen. Luca, wir haben Mods tatsächlich drin. So, ich muss mal ganz schnell was schauen. Okay, das läuft jetzt hier auch langsam. Mhm. Okay. Was, wenn ich noch einen Follower bekomme, habe ich ganz genau 6.100 Follower. Okay. Fühlt euch nicht genötigt. Aber schön wäre es trotzdem. Ich würde lügen, wenn ich was anderes sagen würde. Ja, also die Mods haben sich ganz, ganz viele Gedanken gemacht, welche Mods denn rein sollen. Ja, die haben sich da wirklich Gedanken gemacht. Windhörnchen, Dankeschön für dein Follow. Macht er den Sack zu. Wahnsinn. Dankeschön. So, wie gesagt, ich kümmere mich gerade nur einfach ein bisschen um irgendwas, damit ich nicht so blöd in der Gegend rumstehe. Und damit die Teams mal ein bisschen loslegen können in die Eigenverantwortung. So, da ist Lenitz gerade am Durchchatten. Gut, okay. Kohle wird jetzt auch schon hochgelegt. Hier funktioniert schon die erste... Die erste richtige Produktionsstraße ist hier schon am Laufen. Hier wird kräftig abgesnackt. Und hier werden auch Förderbänder schon automatisiert. Wahnsinn, wie schnell das geht, oder? Bei dir wirkt das zeitweise etwas unscharf. Ich spiele Full HD Maximum. Es ist aber tatsächlich, das Spiel ist an Stellen jetzt nicht so detailliert. Ja? Aber es ist okay. Schaut gut aus. Killer 9! Ein neuer Zwerg ist hier. Dankeschön! Killer 9 verschenkt 5 Subs an die Community. Vielen lieben Dank an der Stelle. Dankeschön! So. Okay. Ein neuer Zwerg. Dankeschön! Er schenkt einen an Landon im 3. Monat, Mr. Zydon im 3. Monat, Ogen. An Oggen im 1. Monat, an Karl Gar im 1. Monat und an Botox im 5. Monat. Vielen lieben Dank. Das ist voll lieb, Killer 9. Ein neuer Zwerg ist in der Mine. So. Alter Schwede, wie es hier schon abgeht einfach. Kommt da Strom hinterher? Ja, die Stromgrafiken schauen gut aus. Ein neuer Zwerg ist in der Mine. Ja, Produktion. Okay, okay, okay. Steht jetzt hier, zeigt die produzierende Stromleistung im Verhältnis zur Maximalleistung, okay? Wir haben da, das ist gut, gut im Peak, du. Gut im Limit. Das ist an der Ordnung so. Das ist echt cool. Also auch das Team Strom kommt hier ganz gut zurecht. Wie gesagt, die Stromgrafiken laufen sehr, sehr gut. Es geht jetzt schon mal relativ auch wieder ein bisschen höher. Aber ist in Ordnung. Gucken wir mal, was haben wir noch. So. Okay. Das mit dem Subcounter ist Absicht gerade. Das bleibt die ganze... der Subcounter bleibt jetzt den restlichen Monat mal so stehen, damit wir mal gucken, wo der Peak rauskommt. Damit ich das auch leichter wahrnehme. Guck dir das mal an, wie cool das aussieht. Ja, Wilder kümmert sich. Großartig. Ja, die erste Forschung haben sie hier reingepackt. Was haben wir hier? Kupferplatte brauchen wir dafür.
Haben wir schon Kupferplatten automatisiert? Dann kann ich wenigstens mal Forschungskits herstellen, wenn ich eh schon relativ wenig mache. Twintown kommt noch. Ist dem Spiel beigetreten. Sehr schön. Ah, die nehmen hier auch was mit. Dann kann ich wenigstens mal ein bisschen was herstellen. Taya kümmert sich auch gerade. Perfekte Arbeitszeit. Ja. Ist wichtig so. Du merkst einfach schon, dass wir mit sehr vielen Leuten spielen. Und das macht einem einfach nochmal richtig Fun. So, das waren jetzt... Was haben wir jetzt gerade geforscht? Logistik und die Logistik kam noch hinterher. Und jetzt geht's mit den Geschütztürmen los. Auch ganz, ganz wichtig. Okay. Ich werde mich jetzt mal ganz kurz hier positionieren und guck mal auf der großen Karte. Also, hier oben ist Team Verteidigung gerade um dieses Nest unterwegs. Und hier war auch noch ein Nest an der Klippe. Okay. Ja, sind alle gerade hier so ein bisschen. Pazzi koordiniert seine Schergen nach vorne. Treibt sie an. Sehr schön. Aber du merkst auch richtig, dass die Teams auch gut besucht sind. Also wenn du mal auf den Discord guckst und da mal reinschaust, wie gerade... Also ich weiß gar nicht, sehen das überhaupt die nicht mitspielen? Sehen die Channel überhaupt? Es ist auf jeden Fall super voll da drin. Das ist mega gut. Hier hinten läuft noch Taze ganz alleine. Macht einen kleinen Küstenspaziergang. Werdet wie Ameisen. Alter Schwede, schau mal, wie viel Öl es hier gibt. Ist ja Wahnsinn. Ja, und Nester. So, hier unten haben wir Korn noch. Ja, da läuft Korn rum. Großartig. Oh, Uran. Ah, ein schönes Uranfeld, du. Leco mio. Wie viel hatten das eigentlich? Oh, die Ressourcen sind gar nicht mal... Also, wir haben hier 6 Millionen und so weiter. Das ist schon ordentlich. Aber wir haben auch Felder dabei, die sind deutlich kleiner. 1,4 Millionen. Oder hier die Kohle ist zum Beispiel viel, viel kleiner. Ne? 700.000. Ah, okay. Dann sehen das nur die Mitspieler, wer gerade in welchem Team drin ist. Das ist okay. Okay, jetzt denke ich mal, wird es hier dann auch mal weitergehen. Ah, hier werden Kisten platziert. Hier oben wird auch gleich der nächste Ring aufgebaut. Ja, da ist viel zu tun, gerade am Anfang. Ah, da läuft die Produktion, werden hier auch schön gemacht. Schauen auch irgendwie alle anders aus, diese Mining-Dinger. Da sieht man, welche arbeiten. Das sind jetzt Bohrer geworden, okay? Das waren ja früher so keine Ahnung, Oberflächendinger. Das wird hier gebohrt also. Hier darf sich jeder bedienen an der Eisenkiste. Hier. Ah ja. Geh ich mal hin. Ich war doch nur 5 Minuten weg. Die sind nicht mehr unendlich. Die waren nie unendlich. Das ist so... Oder, warte mal kurz. Geh mal aus dem Weg, wenn die Jungs und Mädels hier unterwegs sind. Ach nee, oder meinen sie das hier? Das kann auch sein, dass das hier die... Lippo, waren das die Kisten hier? Fabi, grüß dich! Das waren die Kisten, wo sich jeder bedienen darf, oder? Frag nur. Sammelpunkt der Team Dev, okay. Okay. Ach, das da. War das. Dankeschön. Hier bedienen. Alles klar, also ist das doch der hier oben. Okay, dann gehe ich da mal hin. So. Dann nehme ich mir das mal und produziere mal hier ein bisschen Fläschchen. Ah ne, jetzt brauche ich noch Eisen dafür. Ah, okay. Machen wir das mal so. Produziere ich jetzt mal ein paar Fläschchen und bringe die runter. Oder kann ich hier vielleicht noch mehr... Nehmen
nehmen die mal raus, so. Kann ich die 14 Fläschchen durchproduzieren, das ist schon mal gut. Und bring die runter. So. Code Blue steht hier auch. Guck mal, da steht er rum. Ah, hat er Angst. Huch, nee, warte mal, andere Richtung. Stahlverarbeitung wird schon gemacht. Okay, cool. So. Okay. Strom schaut echt passabel aus. Das kriegen die Leute richtig gut hin. Blutiges Eis. Dankeschön für deinen Resub im zweiten Monat. Vielen lieben Dank dir. Dankeschön. Ja, es läuft doch schon mal richtig gut. Guckt euch das mal an, wie die Teams hier arbeiten. Lecco Mio. Hier allein schon, wie hoch das skaliert wird. Großartig. Hier oben haben wir das dann auch. So. Das ist schon richtig gut. Das ist schon echt gut. Hier werden massiv Mauerteile produziert. Okay. Hier unten. Der Strom ist auch schon geplant, wie er weitergehen soll. Auch das läuft. Uff, ey, das wird voll richtig gut gerade. So, Teamverteidigung ist gerade in der Base zurück. Die haben hier hinten schon mal so eine kleine Kiste scheinbar. Ey, die Musik ist echt gut geworden in Factorio. Ist echt schön geworden. Der Stream geht nämlich mal eine Stunde, ja. Eine gute, was haben wir so, halbe, dreiviertel Stunde spielen wir jetzt erst, ne? Okay, hier sammelt sich Team Dev. Da wird noch was organisiert, Markus. Denk dran, Freunde, nicht am Uran nuckeln. Das Taze. Irgendwie vermisse ich gerade Parzi. Hab ich Parzi verloren? Parzi. Da ist Parzi. Hier steht er. Okay. Alter Schwede, jetzt gibt es auch einmal mal ein paar neue Sachen hier. Lecco Mio, das ist voll gut. Okay. Taze wurde von Maxi getötet. Was ist da passiert? What? Wieso? Wer steht hier noch rum? Twinthorn steht hier noch rum. So. Was machen wir noch, London? Wir lassen jetzt erstmal die Teams mal ein bisschen anspielen, damit die auch mit sich zusammen erstmal interagieren können. Ich will dann den Teamleitern jetzt erstmal nicht reinwursteln, aber wir gehen auf jeden Fall nochmal in die Teams auch rein, sagen da mal Hallöchen, damit jeder mal auch im Stream Hallo sagen kann. Das machen wir auf jeden Fall. Pavel, dankeschön für deinen Follow. Vielen lieben Dank dir. Und wir werden uns natürlich auch mit den Teamleitern dann später mal unterhalten, auch mit denen mal kurz was sagen. Hier haben einen Belader. Okay. Ich bin super gespannt, auch auf, ich habe ja auch mit den Mods, da kenne ich mich ja auch noch nicht so gut aus. Pumpen, das schaut alles ein bisschen anders aus, ne? Hard to ignore all the things we said, I wish I could change it. A little shaky.
emotions got the best of us lately. I got issues, yeah, you got them too.